Hallo Leute, weiter geht's mit Total War Pharao. In der letzten Folge haben uns die Sehwölfe ausgetrickst. Naja, eigentlich falsch, weil es war 50-50 Chance. Wir hatten uns für den linken Weg entschieden, die sind aber den anderen Weg gegangen. Und somit haben die halt Nikel jetzt belagert und jetzt greifen sie es an. Wir werden es nicht automatisch machen, wir machen es selbst. Vielleicht haben wir irgendwie Glück. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, weil das halt Stufe 4 Einheiten sind. Die haben zwar schon ganz schön gelitten, wie ihr seht, aber es sind Stufe 4 Einheiten. Und den ihre Fernkämpfer haben auch noch eine bedeutend größere Reichweite als unsere. Vielleicht können wir in der Siedlung irgendwie eine Engstelle oder so. Mal gucken. Schlacht von Nickel, ja. Korrempti, unser General, ja. Niemand hält uns auf! Wir haben selbst noch gar keine Verteidigung gemacht, oder? Nö. Aha, also wir können schon mal nicht unsere Truppen positionieren. Es gibt Engstellen. Drei Stück. Wir werden alles zerschmettern, Wir was können ihr einfach uns in nur den Weg stoppen stellt. und gucken, wo die hinmarschieren. Wir werden alles auf eine Karte setzen, oder? Oder sich aufteilen. Wir wissen es nicht. Hier werden wir Axtkrieger! die Leute mal nach vorn bringen. Schickt die Jammergestalten auf direktem Wege zurück. Ja, nicht ganz so weit nach vorn. Bleibt mal hier. Wir nach! Der General macht hier alles In dicht. Position! Hier Und entlang, hier. Brüder! Na, kommt schon. Hallo? Marschiert! Jetzt. Bewegung, Krieger! Ich glaube, die teilen sich auf. Mir nach! Mir nach! Und hier drüben, die können wir abziehen. Axtkrieger! Beeilt euch mal, hier auf der linken Flanke haben wir halt nichts. Furchtlos! Vorwärtsmarsch! Marschiert! Beeilung, Beeilung, Beeilung! Schickt ihnen Pfeile! Stark! Stürzt euch auf sie! Mit aller Kraft! Man hätte sich auch versuchen können, weiter zurückzuziehen, dass wir die irgendwo anders abfangen. Aber wir haben auch keine Verteidigungspunkte, Position. Schwierig. Wir bleiben standhaft! Wir sind unaufhaltsam. Hier entlang, Brüder. Marschiert. Such den mal hier in die Flanke zu rennen. Kämpft für eure Brüder. Ja, man merkt halt, dass unsere Rüstung schmilzt dahin. Glorreiche Schlacht. Genauso wie unsere Truppen schmelzen. Kommt schon. Axtkrieger! Für die Schlacht geboren! Ganz unser General. Die schmelzen auch dahin, die Einheiten. Axtkrieger! Krieger von Kanaan! Wir wissen gar nicht, wo wir zuerst hinrennen sollen mit denen. Immer stark. Schleuderer hauen auch rein, ey. Alter Verwalter. Komplett egal, die sind kalt.
Wir kommen nicht dran an die. Vielleicht hätten wir eine Apiro-Räubertruppe, die flankieren lassen sollen. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Axttiger! Lass sie büßen! Bogenschützen feiern! Reißt sie in Stücke! Die Götter! Komm, die standen denen ja einen General ran. In der Mitte werden die bald durchbrechen. Krieger von Kanaan! Feuert Steine auf sie, bis sie müssen! Ihr werdet leiden! Lasst sie büßen! Die Moral sinkt in den Keller. In der Mitte. Verschwindet von... Der feindliche General ist gestorben. Axtkrieger! Hier entlang! Schnell, schnell, schnell! Bis in den Tod! Unseren General mal zurückziehen, weil der haut eh gleich ab. Ihr werdet leiden! Da flieht unser General. Ganz toll. Krieger von Kanaan! Feuert Steine auf sie, bis sie mussten! Und in der Mitte sind sie durchgebrochen. Für die Schlacht geboren! Axtkrieger! Immer stark! Auch die Konstellation, schaut mal, das ist wie so ein Tal. Also die schießen auch noch von oben runter. Ohne Worte. Axtkrieger! Schickt sie zur Mord! Vorwärts Marsch! Feuert Steine auf sie, bis sie mussten! Hier entlang, Brüder! Ich fliehe jetzt auch. Wir sind unaufhaltsam! Die Schleuderer haben noch... Nein, ordentlich Munition, wisst ihr was? Wir ziehen uns hier zurück. Zu irgendeiner anderen Position. Auf. Lauft, Brüder! Bogenschützen, feuern! Schickt die Pfeile los! Die können wir verheizen, da ist die Munition eh bald zu Ende. Warte mal. Vielleicht können wir auch noch mit denen fliehen. Bisschen Zeit schinden. Generäle sind auf beiden Seiten geflohen oder gefallen. Ich werde hier nicht sterben. Axtkrieger! Krieger von Kanaan! Furchtlos! Marschiert! Und die Bogenschützen holen wir auch nochmal ran hier. Komm, halt so rum. Ja, das läuft da richtig. Krieger von Kanaan! Schießt! Jetzt! Jetzt fürchten sie uns! Oder halt auch nicht. Axtkrieger! Das Ding ist schon verloren, ich weiß, aber wir können ja noch ein bisschen Schaden zufügen. Furchtlos! Zu Mord! Bewegung, Krieger! Das ist unser Land! Jetzt kommen sie zurück. Schießt sie ab! Pfeilhagel! Axtkrieger! Auf! Marschiert. Sind halt campend runtergegangen. Ich hoffe, den ja General ins Zeitliche gesegnet. Nicht, dass er bloß geflohen ist. Drängt sie zurück! Axtkrieger! Die sind aufgerieben worden. Seht euren Tod ins Auge! Halt die mal an und ihr schießt oben auf die. Willensstark! Schießt sie ab! Sterbt! Immer stark! Ah, das war's. Entscheidende Niederlage. Wie uns auch. 500 haben wir verloren, die haben immerhin 300 verloren. Es sind nur noch 200 übrig.
Was willst du machen? Kannst du nichts machen. Blöden Seevölker. Hä? Ich hab das gerade gesehen. Unser Gruppenti hat den niedergestreckt, aber wir haben eine entscheidende Niederlage bekommen. Die Animation war irgendwie falsch, oder? Diese ollen Luca. Horusgeleit ist eingeleitet. Schön, schön. Schauen wir uns mal alles an. Feind wurde im Kampf getötet. Entscheidende Niederlage. Ja, und sie haben Nekel zerstört. Das ärgert mich sowas von. Naja, egal. Hofmachenschaften komplett erfolgreich. Ist einem Attentat zum Opfer gefallen. Die Zeit für das Horusgeleit ist erneut gekommen. Jo. Das muss ja natürlich besetzt werden. Mal gucken, mit wem es besetzt wird. Im Moment können wir eigentlich nur ein bisschen Achtung aufbauen. Sagen wir mal hier. Zweimal. Respekt muss man sich verdienen. Ihr habt viel getan, um meinen zu gewinnen. Uns im nächsten Horusgeleit dann wieder, ihr wisst ja hier, diese Baukosten sparen können. Das waren die Hofmachenschaften. Ich glaube, es ist ein bisschen nach oben gegangen. Wieder hier die Säulen der Zivilisation. Ressourcenknappheit. Abgelaufene Tauschabkommen. Was ist denn abgelaufen mit Ashkelon, das Gold? Ja. Oh, und noch ein anderes ist abgelaufen. Seht ihr das? Ach nee, das haben wir noch mit Beresheva. Aber mit Ashkelon. Da müssen wir unbedingt versuchen, das zu erneuern. Was habt ihr für mich? Gold? Die wollen Bronze. Wir machen 700 Bronze minus. Wieso machen wir denn sie? Ah, ich weiß wieso. Weil die Nekel zerstört haben. Ah, ich hasse Seevölker. Ah, Mann. 1,2. Ja, wir bieten denen nochmal was anderes an. Gleich mal aus. Die würden uns einmalig 200 Nahrung geben. Können wir eigentlich mit leben. Machen wir. Die 120 Gold sind immens wichtig. Wahrscheinlich müssen wir sogar noch mehr von denen eintauschen. Wir brechen das mal ab und machen das nochmal manuell. Weil wir machen ja 156 Gold minus. Wir brauchen 160 Gold von euch. Könnt ihr vergessen. Jetzt machen die nicht mit. Höchstens für 5 Runden. Kriegen wir das hin? Boah. Achso, wir können gar nicht 200 nehmen, weil wir nur 159 Holz im Moment zur Verfügung haben. Wartet mal.
Houston, wir haben ein Problem. Es sind halt nur diese zwei, die Gold mit uns handeln wollten. Ashkelon und Beersheba. Mit Ashkelon versuchen wir ja gerade klar zu kommen. Beersheba, mit denen handeln wir ja schon. Ich bleibe standhaft. Gerade was wir haben jetzt richtig viele Steine zur Verfügung und das brauchen beide nicht. Ich kämpfe. Snackt sowas von. Wir könnten noch mit Nahrung handeln. Mit Beersheba. Ich werde meine Heimat verteidigen. Das ist ja sowas von nervig. Oder wir versuchen, das jetzt auszugleichen, indem wir einmalig handeln. Können wir auch versuchen, aber die wollen halt Holz haben. Wir versuchen mal, mit Beersheba einmalig zu handeln. Entzürnt mich nicht, Halunke. Ihr würdet es nicht überleben. Was habt ihr an Gold zur Verfügung? Wow. Wow. Wir haben 5000 Gold. Euer Ernst, Mann. Wieso seid ihr so reich an Gold? 1000. Nahrung oder Holz? Nahrung haben wir richtig, richtig viel. Es tut weh, 10.000 Nahrung abzugeben. Keine Frage. Aber wir können es uns leisten. Fast 11.000, aber es muss sein. Es ist voll. Machen wir. Geht. Und somit haben wir jetzt auch 10 Runden. Erstmal noch safe. Charakterangelegenheiten. Pamuna, leichtsinnig. Halten durch die Regulierung von zwei Handeinheiten und wenn die Leibwache-Einheit im Gefecht hohe Verluste erleidet. Der hat gar nicht gekämpft. Gewehrsfähigkeit Zweihand-Spezialist. Er ist im Attentat zum Opfer gefallen. Gut, gut, gut. Siedlung niedergerissen. Schönen Dank dafür. Siedlungsverbesserung in Sukkot verfügbar. Der Erlass ist natürlich wieder weg. Dann lasst uns den Außenposten jetzt hier wieder aufbauen. Das nützt ja alles nichts. 6 Arbeiterschaft haben wir hier. Brauchen unbedingt die Holzsachen auch. Holzfällerhof. Ja. Bauen wir. Dann müssen wir warten, bis die Musterungshalle hier fertig ist. Herr Chai, ebenfalls eine Siedlungsverbesserung. Oh. Das kostet wird aber richtig, richtig kosten. Es kostet uns Gold. Was ist uns das wert? Im Moment eher weniger. Wir müssen halt hier das Holz sparen für den Schmugglermarkt. Da warten wir einfach mal. Bau ist möglich. Pyramesse. Verbesserungen sind hier möglich. Das können wir machen, die 3 Arbeiterschaft ausgeben. Das war's. Hätte jetzt gedacht, dass wir in Iyunu vielleicht auch noch... Achso, das Holz. Hm. Was denn hier passiert?
Wieso sind hier zwei Sachen frei geworden? Verstehe ich. Ach, die ist gewachsen, die Stadt, oder wie? Hä? Wieso ist denn in Juno zwei was frei geworden? Könnt ihr mir das erklären? Ich werde uns in ein neues Zeitalter führen. Hatten wir irgendwas niedergerissen? Jetzt hat's aber auch nichts angezeigt. Wartet mal. Ereignisse. Gebäude und Einheiten. Wahrscheinlich, weil wir jetzt hier die Residenz des Wesirs fertig haben, oder? Plus 1 Bauplatz in dieser Region. Ich bin verwirrt. Na, wie auch immer. Um 2 was jetzt zur Verfügung, aber uns fehlt es einfach an Holz. Also wir können jetzt hier nichts bauen. Außer den Tempel des Ptah. Bringt nochmal 140 Legitimation. Und Iyunu ist doch auch ein Kulturzentrum. Kostet uns halt auch 105. Ich habe noch viel zu erreichen. Gold. Wir müssen mit dem Gold ein bisschen sparsam umgehen. Brauchen unbedingt so eine beknackte Goldregion. Nee. Da warten wir erstmal noch. Hamuna! Mein Name wird Legende sein. Horusgeleit, das kriegen wir hin. Also hier, Horusgeleit, Befehl des Ramses, machen wir. Und Stellung Marsch. Macht euch bereit, Männer! Dann machen wir die platt, ey. Man wird sich an mich erinnern. Auf, auf! Die fliehen. Die Reise geht weiter. Glorreicher Kampf! Kolonisieren. Alles für Ägypten. Kommen wir noch ran? Ach nee, nachdem man kolonisiert hat, kommen wir nicht ran, aber... Meine Konzentration ist überlegen. Bin doch im Eimer, oder? Ja, in der nächsten Runde kommen wir ohnehin an die ran. Ich werde ein Vermächtnis erschaffen. Nickel. Baut's wieder auf. Alas. Ja. Kriegen wir jetzt hier schon ein bisschen Bronze? Sieht nicht so aus. Können wir auch den Alas auf Nahrung machen? Ach Mann. Amun. Mein Name wird Legende sein. Und Ramses. Die haben sich hier weiter nach unten verzogen. Was wir hier noch machen könnten, noch eine Armee rekrutieren. Das klingt natürlich gruselig, noch eine Armee zu rekrutieren, aber falls sie wieder den Nil hochschippern. Wir müssen halt hier mal vorankommen gegen Seti. Einfach nur belagern mit der Armee. Klingt nicht so verkehrt, oder? Sollen sie uns halt mal angreifen. Ich füge mich nur dem Schicksal. Ja, er darf ordentlich aufgerüstet, Stufe 4 Einheiten. Krieger Ägyptens. Wir greifen den an. Ich werde mich beweisen. Das ist ordentlich. Außenpostengarnison, das ist die Festung. Wir umkreisen dich. Das Ganze erstmal. Haltet die Belagerung aufrecht! Und müssen auf jeden Fall mit Ramses noch dahin. Das Schicksal ruft mich. Ah, er kommt nicht bis hin, oder? Oh je. Können wir uns hier auch zurückziehen? In die Schlacht! Ja, können wir. Dann zieht euch mal bitte zurück. Das hat keinen Sinn. Ich kämpfe für Ägypten.
Stellung Lager. Wie viel missbrauchen wir da? 50% der Bewegung benötigt. Das wird eine weite Reise. Wie weit kommt denn der gute Ramses her? Göttlicher Herrscher. Vorbereiten. Bis hierhin. Wir müssen wirklich zusammengehen. Ist nix. Nicht nachlassen. Für die Götter! Seid stets vorbereitet! Wir kriegen zwar Verschleiß, aber es nützt nichts. Wir müssen dahin, dass wir uns gegenseitig unterstützen können. Abmarsch! So. Nurzina, ach, Nickel. Lass mal erstmal die Außenposten, kümmern wir uns später drum. Runde kann beendet werden. Ja. Das nächste Seevolk oder wie? Nee, das sind irgendwelche anderen Typen. Die jagen echt alle diese Seevolk hier. Könnt euch doch mal gegenseitig bekriegen. Was soll das denn, dass er uns bekriegt? Ja, jetzt habt ihr sie platt gemacht. Ihr seid die Helden. Kümmert euch mal lieber um diese Wüstenvölker, die da aus dem Westen, aus dem Südwesten kommen und schon den Sednacht platt gemacht haben. Wollen die hin? Habt ihr bei euch in der Gegend nichts zu tun? Ich werde jeden Tag stärker. Positionen wurden neu besetzt. Fraktion Luca vernichtet. Welle der was? Tyrsena. Die Tyrsener kämpfen für Ruhm und greifen bevorzugt Kultzentren und Armeen an. Weniger als ein Dutzend sehr starke Armeen wurden gesichtet. Für Ruhm und greifen bevorzugt Kultzentren und Armeen an. Schön, dass wir bei Juno keine Armee in der Nähe haben. Na gut, unsere zwei Hauptarmeen haben wir schon noch relativ da unten, aber die brauchen wir halt gegen den Seti. Dass der Krieg sich so zieht, aber okay. Es ist halt auch den Seevölkern geschuldet und dieser asymmetrischen Kriegsführung der KI. Aber ich denke, wir müssen da wirklich von abgehen und notgedrungen dann halt noch eine Armee hier rekrutieren. Und wir müssen auf Bronze aufpassen. Dadurch, dass sie uns halt Nekel zerstört haben. Ich weiß nicht, wie viel Nickel produziert hat, aber anscheinend eine richtig, richtig große Menge. Und vor allem, das war so aufwendig, das alles aufzubauen. Das war ja unsere... War das unsere allererste Stadt, die wir erobert haben? Ich glaube, ja. Sowas... Ich hasse sowas. Aber okay. Wir spielen das erste Mal hier. Total War Pharao und die Seevölker sind nervig. Das trifft es eigentlich haargenau. Alles klar, Leute. Ich habe jetzt noch ein bisschen hier geschwafelt, weil wir treffen hier perfekt die 30 Minuten. Däumchen nach oben wäre nett. Was in die Kommentarleiste wäre super. Muss aber nicht unbedingt sein. Aber was unbedingt sein muss, Leute, lasst ein Abo da. Motivation ohne Ende für einen YouTuber. Könnt ihr mir glauben. Und vielen Dank natürlich auch an alle, die
schon ein Abo dagelassen haben und dem Kanal hier weiterhin die Treue halten. Danke dafür. Wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder zu Total War Pharaoh. Bis dahin, bye bye. Euer Sahadum.